Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Heute habe ich eine Beauty Bay Mini Haul für euch. Ich habe mir auf beautybay.com 5 Sachen gekauft und ich dachte, ich zeige sie euch trotzdem, weil ich ja auch nochmal dazu berichten werde, wie ich sie finde. Und ich werde euch natürlich alle Produkte unten in der Infobox verlinken. Dann fange ich doch einfach mal an. Als erstes habe ich mir von Sigma Beauty den E40 Tapered Blending für 12 Euro gekauft. So sieht der aus. Das ist halt ein Blush, den eine Instagrammerin gerne verwendet. Ich werde sie euch auch unten in die Infobox schreiben. Sie hat hammerheftige, mega schöne Beauty-Looks, hat mir oft schon bei Fragen Sachen beantwortet. So, wir schreiben auch auf WhatsApp habe ich sie und ich mag sie sehr gerne und sie zaubert so krasse Looks. Und ich dachte, diese Pinsel benutzt sie immer wieder, dass ich die einfach mal teste. Das ist halt ein Blush, was laber ich? Das ist halt ein Brush, ein Pinsel zum Verblenden. So sieht der aus. Ich habe sehr, sehr viele Pinsel zum Verblenden, hauptsächlich Drogeriesachen oder auch so BH Cosmetics, bla bla bla. Und ich dachte, ich probiere einfach mal so einen. So 12 Euro für einen Pinsel ist schon ein bisschen mehr, finde ich so. Klar, MAC wäre teurer, aber von MAC habe ich einen Pinsel für 55 Euro. Der war richtig schlecht, deswegen nee, nee, nee. Und den habe ich gekauft, einfach weil sie ihn ganz, ganz oft benutzt. Dann habe ich mir von Sigma Beauty auch für 12 Euro den E36 Blending Brush gekauft. Das ist auch ein Blendepinsel. Der ist sehr klein. Sie macht so auf professioneller Instagram-Dings. Ich glaube, wenn du so ein krasser Beauty-Instagrammer bist, lohnt sich das auch bei meinen Looks nicht, dass sie alles in die Infobox, in die unten hinschreibt, was sie benutzt. So, ne? Und den benutzt sie auch ganz, ganz oft, den E36. Ich glaube, das ist ihr Lieblingspinsel zum Verblenden. Deswegen habe ich den auch gekauft, weil ich dachte, okay, komm so, weil ich bin dabei mit Lidschatten, mich immer mehr anzufreunden, entwickle da echt so eine Liebe für und so einen Spaß dran und Verblenden ist halt wichtig. Manchmal stört mich das nicht, wenn ich eine Kante habe, aber manchmal würde ich gerne besser verblenden und ich dachte, ich probiere mal so höherwertigere Pinsel dazu aus. Deswegen habe ich mir die 2 Blendepinsel gekauft. Wundert euch nicht, ich weiß, mein Lippenstift sieht ganz komisch aus. Das liegt daran, dass ich für meine Liquid Lipstick Challenge den heute teste. Bisher schneidet er nicht so gut ab. Ich habe ihn seit 2-3 Stunden drauf oder so. Aber das ist ja ein anderes Thema. Dann habe ich mir von The Ordinary ein Produkt gekauft. Ich kenne die Marke nicht. Das ist das erste Produkt, was ich von denen habe. Und zwar hat Hatice Schmidt den empfohlen. High Spreadability Fluid Primer. Es ist auf jeden Fall ein Primer halt. Und der soll sehr, sehr gut sein als Make-up-Primer. Ich weiß nicht, schauen wir mal, wie die Konsistenz ist. Also Primer mit Pipetten und so, allgemein Produkte mit Pipetten finde ich immer irgendwie komisch. Pack's halt so raus. Ja, so. Ist halt so gelartig. So sieht er aus. Er fühlt sich sehr flüssig. Also so gelartig halt an. Verblendest du halt auf der Haut. Zieht sehr schnell ein. Riecht so ein bisschen. Kann ich nicht beschreiben. Keine Ahnung. Also es ist jetzt nicht so ein angenehmer Duft, auch nicht super unangenehm, aber er duftet halt so wie so ein Gelzeug wahrscheinlich duftet. Zieht sehr schnell ein. Da bin ich sehr gespannt, ob das wirklich so ein guter Primer ist, wie alle sagen. Also The Ordinary habe ich schon einiges drüber gehört. Wenn ihr Produkte von denen habt oder kennt oder empfehlen könnt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Da bin ich sehr gespannt, weil das ist halt das erste Produkt von denen, was ich mir jetzt geholt habe. Dann habe ich mir für 17 Euro, ich glaube, da war gerade eine Rabattaktion auf Beauty Bay. Und Diggis, der Primer fühlt sich sehr, sehr gut an auf der Haut. Richtig weich und schön. Hier steht auch, man kann ihn als letzten Schritt in der Gesichtspflege, Hautpflege benutzen oder halt als Make-up-Primer. Bin ich gespannt. Die Haut fühlt sich richtig schön an danach. Wow. Das ist ja interessant. Dann habe ich mir für 17 Euro, ich glaube, da war gerade ein bisschen Rabatt bei Beauty Bay, weil sonst kosten die mehr, von Jeffree Star ein Liquid Lipstick geholt, und zwar die Farbe Drug Lord. Also, ich finde, seine Liquid Lipsticks gehen klar. Er als Person ist mit seinen Ansichten ganz, ganz komisch teilweise, aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das sind nicht die heftigsten von der Qualität, finde ich, auch vom Preis, so weiß ich nicht, gibt es auch günstigere, die besser sind. Aber er hat halt wahnsinnig krasse Farben, so, ne? Ich habe von ihm auch ein wahnsinnig dolles Pink, Prom Night ist das, ich habe von ihm andere Farben, ich habe Schwarz von ihm und sowas. Und den schwarzen Liquid Lipstick habe ich bisher nur einmal benutzt. Also Schwarz ist halt auch echt schwierig zu kombinieren, schwierig, das ist ein anderes Ding, ob du jetzt so eine Farbe wie hier drauf hast und die nicht perfekt ordentlich ist oder... Ach, das ist ein Pickel. Ich dachte, hier ist Farbe vom Lippenstift. Oder ob du einen schwarzen Liquid Lipstick drauf hast und der nicht perfekt drauf ist. Also, wollte ich aber unbedingt haben, habe ich aus Amerika bestellt. Werde ich aber bestimmt noch benutzen, weil irgendwann mache ich bestimmt auch so krasse Beauty-Instagram-Fotos. Hoffentlich, wer weiß. Ja, und jetzt habe ich mir weiß geholt. Und weiß nicht, ich habe halt auf Instagram, ich zeige euch das mal. Ich habe mir halt auf Instagram Fotos angeguckt. Ich habe einfach White Lipstick eingegeben. Und ja, da war ich sehr unentschlossen. Guck mal, sowas zum Beispiel. Ich finde, bei ihr sah das ganz gut aus. Ich meine, es ist natürlich auch ein sehr extremer Fall irgendwie. Also
Weiß und schwarz, natürlich echt heftig. Muss ich gucken, ob ich es wirklich in der Freizeit tragen würde, wenn es mir gefällt auch. Guck mal hier, ja okay, der macht jetzt so einen komischen Kussmund, das ist glaube ich auch nicht relevant. Aber so, es gibt halt Fälle, wo es echt gut aussieht. So, was weiß ich, das fand ich auch ganz schick. Aber es gibt natürlich auch Fälle, ich glaube, das kommt auch auf die Lippenform an, aufs Gesicht und so, wo ich es gar nicht hübsch finde. So zum Beispiel, weißt du? Bin ich sehr, sehr gespannt, wie der aussehen wird. Was weiß ich, ob ich ihn dann auch wirklich in der Freizeit trage, muss ich mal gucken. So, und ja, seine Liquid Lipsticks haben Vorteile, Nachteile. So sieht der Applikator aus. Und ja, die riechen schon ein bisschen. Ich habe den in meiner Liquid Lipstick Challenge auch schon bewertet, also Jeffree Star allgemein. Guck mal, so, der ist auch von der Dings ganz gut, von der Deckkraft, sag ich mal. Also jetzt so weiß, sieht zum Beispiel so aus. Du brauchst schon zwei Schichten, damit man es richtig, damit es komplett abgedeckt ist. Aber das ist okay. Das wäre jetzt der Swatch und das ist halt ein komplettes Weiß. Also wirklich so wie Deckweiß beim Tuschkasten. Ja, bin ich mal sehr gespannt, was daraus wird, ob er mir steht, wie man ihn kombiniert. Aber ihr seht das ja bestimmt auf Instagram, wenn ich dann ein Foto poste oder so. Schauen wir mal. Als letztes habe ich mir ein Fixing Spray gekauft und zwar von der Marke Scandinavia. The Makeup Finishing Spray Bridal. Also für Bräute. Und da habe ich hammer viel. Also ich habe eigentlich nur Gutes zu diesem Fixing Spray gelesen. Das soll mega krass sein. Es soll halt extra für Bräute gemacht sein. Und dass dein Make-up stundenlang hält, egal welche Witterungsbedingungen sind und dass dein Make-up echt gut aussieht. Also ich habe ausschließlich Gutes darüber gelesen und dann dachte ich, okay, du testest das mal, weil Fixing Sprays ist halt immer verschieden. Manche machen dein Make-up zum Beispiel MAC Fix Plus. Das ist nicht so, dass dein Make-up 10 Stunden mega krass hält, aber es hält schon sehr, sehr gut. Aber da mag ich zum Beispiel, dass dein Make-up komplett miteinander verschmilzt und das richtig einen schönen Effekt hat. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Urban Decay All Nighter, da hält dein Make-up echt so bis zu 10 Stunden wirklich richtig gut. Benutze ich sehr gerne zum Feiern. Man muss halt immer gucken, welche Anforderungen man hat. Ich meine, 27 Euro für ein Fixing Spray ist gut teuer. Ich habe welche, ich glaube, ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe welche, die teurer sind. Ich habe viele, die günstiger sind so. Und da muss man immer gucken, willst du ein mattes Finish? Willst du ein dewy, glänzendes Finish? Willst du, dass dein Make-up zwar 10 Stunden hält, aber dafür nicht die ganze Zeit so super verschmilzt aussieht, ist es dir egal, das soll nur 3-4 Stunden halten, aber dafür so flawless-mäßig. Und da bin ich, weiß nicht, da muss ich mal gucken. Also wenn es für Bräute ist, ist das natürlich auch nochmal sehr, sehr spannend. Und alles, was ich gelesen habe, war positiv. Schauen wir mal, wie der Sprühstoß ist. Riecht wie jedes Fixing Spray, hat einen normalen Sprühstoß, nicht zu fein. Es gibt auch Fixing Sprays, zum Beispiel das hier von Glam Glow, da sprühst du dir einen ab, weil das hat so einen feinen Sprühstoß, das merkst du gar nicht. Also ganz komisch. Es gibt Fixing Sprays, die mag ich gar nicht. Die haben einen so dollen Sprühstoß, so gar nicht fein. Glam Glow finde ich zum Beispiel zu fein, aber die haben einen so starken Sprühstoß, dass das dein Make-up schon so, das ist nicht fein genug, dass dein Make-up schon so runter rutscht durch die Flüssigkeit, da hast du hier Rouge, hast du hier plötzlich so rosane Striche, weil dein Rouge mit dieser Flüssigkeit so runtergekommen ist, selbst wenn du jetzt einmal nur sprühst oder so, die haben einen ganz komischen Sprühstoß, also ist auch ein wichtiger Faktor bei Fixing Sprays. Wenn ihr ein Video wollt mit all meinen Fixing Sprays, dass ich euch das mal zeige, irgendwann werde ich mal meine Sammlung jetzt nochmal aktualisieren, es gibt schon ein Video zu meiner Schminksammlung, aber ich dachte, ich mache mal so einzelne, nur mit meinen Fixing Sprays, in denen ich euch sage, welche ich mag, welche welchen Effekt für mich haben, bla bla bla. Schreibt das gerne in die Kommentare, weil da gibt es halt auch viele Sachen, auf die man achtet, oder ich zumindest. Wie ist der Sprühstoß, was ist das Ergebnis, wie lange hält das Make-up, wie verschmilzt es miteinander. Das hier hat einen sehr angenehmen Sprühstoß. Ich habe jetzt schon Fixing Spray drauf, daher kann ich jetzt nicht beurteilen, wie es ist. Ich habe es jetzt ja auch das erste Mal ausgepackt. Das ist mein erstes Produkt von dieser Marke. Falls ihr das hier habt, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie eure Erfahrungen damit sind. Schreibt mir auch gerne, wie ihr vielleicht denkt, dass man weißen Liquid Lipstick oder weißen Lippenstift kombinieren kann. Scandinavia, Bridal, keine Ahnung, Fixing Spray. Und was mich auch interessieren würde, welche Pinselmarken sind eure Lieblingsmarken? Das könnt ihr mir auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Das hier ist ja Sigma Beauty. Ich habe wirklich ganz, ganz viele verschiedene. Der größte Teil ist so günstiger Bereich. So, ne? Ich habe einige auch von Zoeva. MAC, wie gesagt, habe ich eingekauft, weil der so gehypt war. 55 Euro hat sich null gelohnt. Da gibt es welche aus der Drogerie für 3 Euro, die sind genauso schlecht wie der von MAC. Weiß nicht, da muss ich mal schauen. Schreibt mir da gerne eure Lieblingspinselmarken in die Kommentare. Ja, und das war jetzt auch schon meine Mini-Haul. Ich werde berichten. So, ich benutze ja die Produkte immer wieder und teste rum. Ich bin wahnsinnig gespannt, Digga. Meine Haut fühlt sich hier babyweich an durch den Primer.
Das wäre natürlich cool, wenn der so feuchtigkeitsspendend ist und so schnell einzieht und die Haut sich so, ich weiß nicht, mal schauen, wie das alles ist. Schreibt mir alles gerne in die Kommentare und in diesem Sinne freue ich mich auf eure Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.